Hallo, liebe Freunde, liebe Geschäftsfreunde, liebe Informanten, liebe Mitbewerber. Heute ist der Weihnachten, 24. Dezember. Schön, dass ihr wieder heute dabei seid. Ein Jahr lang habe ich als stilles Mäuschen versucht, die besten Informationen für euch herauszukitzeln und herauszufinden. Es war ein wildes Jahr. Da war Brexit, da waren drei Anläufe, unseren Präsidenten zu küren. Da war eine Wahl mit dem Herrn Trump in Amerika. Aber bei all dieser Verrücktheit war es auch letztlich ein Jahr der Folge. Aber für die Immobilienbranche war es ein sensationelles Jahr. Das tollste Jahr überhaupt. Die höchsten Investitionsvolumina in Wien. Die höchsten Immobilienpreise, dank der niedrigen Zinsen natürlich auch in Wien und im Rest Österreich. Und für die meisten von euch in der Immobilienbranche war es das Jahr mit den besten Geschäftsergebnissen. Und für die, wo das nicht der Fall war, sage ich was, wird 2017 das beste Jahr, weil dann habt ihr die Basis für ein tolles Geschäftsjahr 2017 gelegt. Das Jahr 2016 war auch das Jahr der Jubiläen. Das zeigt übrigens, wie beständig die Immobilienbranche in Wahrheit eigentlich ist. Im Buch der Bücher, dem Jahrband der Immobilienmagazine, steht geschrieben, dass die Wohnfee 5 Jahre. In diesem Jahr wurde C&B Immobilien, Raiffeisen Vorsorgewohnung 10 Jahre. Find My Home 15 Jahre. IMAX und JB Immobilien bereits 20 Jahre. 25 Jahre war CBI, Delta, Immokontrakt, KS Ingenieure. 35 Jahre Spiegelfeld Immobilien. Und 70 Jahre wurde der Haus- und Grundbesitzerverband. Ach ja, und 145 Jahre. Man sieht es dem Management ja gar nicht an, wurde die ÖA. Oh. Die EHL. 25 Jahre EHL. Wie kann man gerade die EHL übersehen? Geht ja gar nicht. Happy Birthday, EHL. Dankeschön. Ein Eli. Das neue Maskottchen. Die EHL. Eigentlich schon süß. Liebe Freunde, es war ein wildes Jahr. Schönen Dank, dass ihr mir die Treue gehalten habt. Ich wünsche euch jetzt am letzten Arbeitstag, eigentlich war das sogar gestern, schöne Weihnachten, eine ruhige Zeit. Schon jetzt ein erfolgreiches Jahr 2017. Ich wünsche euch viel Erfolg und mir wünsche ich euch, dass ihr mir die Treue hält. Und dass mich auch 2017 so warmherzig, offen und freundschaftlich verbunden begleitet wie in diesem Jahr. Schöne Weihnachten, euer Gerhard Roder. Sehr unnatürlich, ich rede jetzt gar nichts. Und bitte. Das. So kann ich arbeiten.